Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem kurzen Need for Speed Heat Video. Ich wollte euch einfach mal ganz kurz, weil ich schon gemacht habe, kann ich es jetzt auch, euch einmal alle Sammelobjekte und Aktivitäten auf der kompletten Karte zeigen. Da ich ja, wie gesagt, das könnt ihr glaube ich auch oben links sehen, ne? Ja gut, jetzt gilt es pro Bereich, aber ich habe in allen Bereichen auf der ganzen Map schon alle Plakatwände gesammelt, alle Spraydosen eingesammelt, alle Flamingos eingesammelt, die Speedtraps gemacht, die Sprünge gemacht. Ich habe nur die Drift-Sachen nicht gemacht, aber sehen kann ich sie schon. Deswegen, und das ist jetzt cool, kann ich euch jetzt schon überall die ganzen Sachen zeigen. Ich habe das mit Hilfe von einer Kollegin gemacht, ja, weil die, wir haben quasi zusammen gesucht. Es gibt auch im Internet, ich glaube bei Giga oder so, gibt es auch, glaube ich, Bilder davon, von den einzelnen Zonen und wo die ganzen Sachen sind. Problem bei der Sache, das hatten wir nämlich, wo wir das gesucht haben, da sind nicht alle drauf, ja. Ist schon mal babamäßig gemacht von Giga, ja, top Arbeit, ja. Da fehlt dann mal hier ein Flamingo und da eine Spraydose. Braucht euch nicht angucken, lasst es sein. Guckt einfach jetzt bei mir und fertig. Warum sollte man das machen? Warum braucht man das oder braucht man das überhaupt? Müsst ihr selber entscheiden. Ich kann euch ja ganz kurz zeigen, was ich dafür bekommen habe. So, zum Beispiel, wenn ihr alle Spraydosen eingesammelt habt, dann schaltet ihr den Nissan 73Z Nismo frei. Ihr könnt übrigens auch selber im Shop nachgucken, wenn ihr das nicht wissen wollt oder so. Geht einfach bei euch in den Autohändler rein und dann könnt ihr ganz nach hinten. Da sind überall die Autos mit dem Schloss davor. Da steht auch dann, was ihr machen müsst, um die freizuschalten. Also den kriegst du, wie gesagt, wenn du alle Spraydosen freischaltest. Den Cayman GT4 kriegt man, wenn man alle Flamingos eingesammelt hat. Den Nissan GT-R Nismo, ganz wichtig, Nismo, den kriegt man, wenn man alle Plakatwände zerstört hat. So, den McLaren 600 LT bekommt man, wenn man in allen Speedtraps, auf der ganzen Map, in allen Speedtraps 3 Sterne geholt hat. Also das Maximum. Den Huracan Performante Spider, also den normalen Performante kann man sogar kaufen. Aber als Spider, also Cabrio, kriegst du nur freigeschaltet, wenn du in allen Sprüngen, in allen Sprüngen 3 Sterne erzielt hast. Das gilt also auch auf der gesamten Map. Ja, und außerdem gibt es noch den BMW M4 GTS. Den habe ich selber noch nicht freigeschaltet, weil ich habe einfach diese Drift-Sachen noch gar nicht gemacht. Die muss ich noch machen. Aber ist auch easy eigentlich. Ich habe jetzt nur noch kein richtiges Drift-Auto gebaut und so. Deswegen habe ich noch keinen Bock gehabt. Wenn man das dann alles gemacht hat, bekommt man sogar noch ein Auto, und zwar den Ferrari 488 Pista Fister. Ja, den kriegt ihr dann, wenn ihr einmal alles habt. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, die Sachen freizuschalten, weil da sind schon coole Autos dabei, denke ich mal. Achso, wichtig, ihr schaltet die Autos nur frei im Shop, ja. Ihr kriegt die jetzt nicht geschenkt oder so, ihr schaltet die nur frei und dann könnt ihr die erst kaufen, ne? Wisst ihr Bescheid. Und ich würde sagen, wir machen das einfach so. Ich werde jetzt meine Facecam wegmachen. Ich zeige euch erstmal alle Aktivitäten. Ja? Könnt ihr ja immer wieder Pause und Stopp machen. So. So, das ist erstmal der linke Bereich von der Map jetzt. Ne? Und ich mache jetzt einfach meine Facecam weg und dann gönnt euch. So, Facecam ist weg. Ich werde jetzt versuchen, so langsam wie möglich hier runterzuziehen. Und ich werde mich dann auch nebenbei mal muten und ein bisschen Pfeife nuckeln, ne? So, das war jetzt der linke Bereich der Map, ja, also ungefähr bis hierhin, ja, wisst ihr schon mal Bescheid, bis hierhin habt ihr es jetzt gesehen, bis zu der langen, ja, Geraden hier, den kompletten linken Bereich, und jetzt machen wir den rechten Bereich, weil der ein bisschen kleiner ist, wird sich jetzt natürlich alles ein bisschen überlappen, aber es ist ja kein Problem. Thank you.
So, da sind wir schon am Ende angekommen. Das war jetzt einmal die komplette Map mit Aktivitäten, Leute. Ich hoffe, ihr konntet alles sehen. Jetzt machen wir den gleichen Scheiß nochmal mit den Sammelobjekten. Was sehr cool ist, kleiner Funfact nebenbei, muss ich kurz sagen. Ich habe quasi, glaube ich, fast gar nichts auf dem Konto gehabt. So 50.000 vielleicht oder 100.000. Und nachdem ich die ganzen Sachen gemacht habe, ja, die ganzen, also alle Aktivitäten und Sammelobjekte, hatte ich, glaube ich, 2,5 Millionen auf dem Konto. Ist also auch eine coole Sache, um Geld zu machen. Geht aber natürlich nur einmal, ne? Also wenn ihr einmal alles eingesammelt habt und so, dann kriegt ihr auch nichts mehr. Also ihr kriegt wirklich für jeden Flamingo, Spraydose und so weiter, kriegt ihr immer einmal Cash und Erfahrungspunkte. Auch eine coole Sache, wer gerade Anfänger ist. Klar, bei den Speedtraps und so, da kann man theoretisch auch öfter durchfahren. Aber ja, macht ja auch keinen Sinn, ne? So, weiter geht's. Leute, das war es im Prinzip schon. Ich habe aber noch zwei Tipps für euch. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass manche Flamingos und auch die ein oder andere Spraydose so ein bisschen assig versteckt sind. Aber wirklich assi ist wirklich die Flamingos teilweise, ja. Weil es gibt zum Beispiel ein Flamingo, da musst du auf eine Brücke oben drauf fahren. Ja, also nicht die normale Straße über die Brücke, sondern wirklich über den, ja, über die Metallstrebe auf der Brücke musst du drauf fahren. Oder ein anderer Flamingo war in einem Tunnel drin. Aber ich war quasi genau oben drauf, ja. Ich bin über die Wiese gefahren und das Ding habe ich nicht gesehen. Dabei war es unter mir im Tunnel drin. Ja, das sind so Sachen, das kann man jetzt manchmal nicht genau erkennen, wo das dann ist. Tipp von mir, wenn ihr hier einen Flamingo habt und ihr seht den zwar hier auf der Map, weil ihr gerade schon vorbeigefahren seid, aber ihr findet den nicht, ja, macht euch einen Screenshot davon und kreist den irgendwie mit dem Handy ein oder so. Und schickt das dann in unsere Facebook-Gruppe, ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist auch in jeder Videobeschreibung unten verlinkt. Könnt ihr gerne eine Anfrage schicken. Einfach die Fragen beantworten, da bist du Deutsch, ja, nein, fertig. Und dann könnt ihr das da gerne posten und ihr werdet mit Sicherheit eine Antwort bekommen. Weil da sind, glaube ich, irgendwie, wie viele Leute sind da? Da sind fast 6.000 Leute drin, meine lieben Freunde. Ja, fast 6.000, 5.700 oder 800, keine Ahnung. Also da kriegt ihr auf jeden Fall dann eine Antwort relativ zügig, denke ich mal, wenn euch da einer, wenn ihr einen nicht finden solltet. Und Tipp Nummer 2 wäre, ich hatte auch schon das Problem, dass ich genau vor einer Spraydose stand und ich konnte das einfach nicht einsammeln. Da stand R1 drücken zum Einsammeln, aber es ging nicht, ja. Dann wird es auch nicht gehen. Wenn es nicht geht, dann fahrt entweder weiter und macht ihr erstmal die anderen. Oder ihr müsst einmal die Lobby beenden und nochmal in Solo oder Online wieder neu reingehen, ja. Ich würde das übrigens nebenbei lieber in Solo machen.
Oder ihr macht es halt mit Kollegen zusammen, ist eigentlich auch ganz cool. Wenn man mit mehreren rumläuft, kann man ein bisschen quatschen und so. Ja, das war es eigentlich im Prinzip schon. Mehr habe ich nicht zu sagen, mehr gibt es nicht. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Mir fällt aber gerade nichts mehr ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten, ja. Ihr werdet im nächsten Video, werde ich euch zeigen, wie ihr Fett Cash in dem Spiel machen könnt. Oder zumindest am schnellsten Fett Cash machen könnt. Und vor allem, wie ihr Erfahrungspunkte machen könnt, um auf Level 50 zu kommen. Und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.